Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir sind wieder in Minecraft heute mal. Hey. Und das mit Facecam. Ja, wir wollten uns jetzt einmal das Kraftwerk anschauen, das jetzt zusätzlich zum Red Hotel entstanden oder Redstone Hotel entstanden ist. Wir gehen einfach mal rein. Und ich öffne mal ganz kurz die Türen für uns. Denn... Okay. Ja, man geht dann... Also erstmal haben wir draußen dieses Logo. Red Industries soll das heißen. Jo. Und dann geht man hier rein. Hat erstmal gar nichts. Ist ja normal. Man zieht sich erstmal hier eine Schutzkleidung an. Mal machen. Zack. Und dann hat man immer den Reaktor-Guides. Genau. Der Reaktor ist halt einer der hochentwickelsten. Ein Block stabilisierte Antimaterie, vier Brennstäben und so weiter. Ja. Genau. So, jetzt eigentlich für erklären. Man hat dann hier unten die Dekontaminationskammer. Machen wir kurz unser Inventar leer hier. Die Dekontaminationskammer, da gehen wir mal rein. Und dekontaminieren uns erstmal. Stimmen wir mal runter. Ja, und dann sind wir auch drinne. Erstmal vorab, dass wir hier ein bisschen Licht haben, starte ich einfach mal den Reaktor. Perfekt. Er ist normal. Machen wir das Licht jetzt auch an. Jetzt haben wir Energie. Wunderbar. So, da haben wir jetzt nämlich hier unsere Wassertanks. Die führen dann hier hin, um den Reaktor zu kühlen. Und hier seht ihr den Reaktoreimer. Da ist die Antimaterie. Und ja, das ist der Hauptenergiestrahl und hier die vier weiteren, die für die Energieübertragung zuständig sind. Dann haben wir hier Uran, warum auch immer. Ich habe es einfach eingebaut. Wunderschön. Ja, hier ist ja auch nicht wirklich viel. Kann man kurz hier reinschauen. Ihr seht, dass hier nämlich ein Beacon drin ist. Der sorgt dafür, diese chemischen Reaktionen, wodurch dann Energie entsteht. Ja, und man kann hier natürlich auch Wasser wegnehmen. War jetzt nichts Großes zur Sache. Aber wenn man jetzt wirklich nicht manuell, sondern Automatik hier jetzt den gefährlichen Knopf drückt. Nee, was? Doch. Genau. Ja, egal. Dann geht das Wasser hier aus. Der Reaktor wird kritisch und fährt sich runter. Also startet neu. Genau. Jetzt seht ihr gleich hier, wenn er neu gestartet ist, geht alles wieder an. Man muss jetzt aber manuell den Wassertank wieder anmachen. Was eigentlich wenig Sinn ergibt, aber ich kann das irgendwie auch nicht ändern. Warum auch immer. Aber naja. Ja, wenn man dann hier hoch geht, also man kann hier hochklettern, um dann hier oben nochmal irgendwas an den Techniken umzubauen. Also, eigentlich relativ chillig, wenn man hier arbeitet, sag ich mal. Dass man nur aufpassen muss, dass man hier nicht runterfällt, weil ansonsten kann es gefährlich enden. Ja, dann haben wir hier drin noch ein paar gekühlte Brennstäbe. Und hier haben wir noch Banner. Habe ich die hier aufgehangen? Ich weiß es nicht mehr.
Ja, hier haben wir noch ein paar Karten. Das sind dann die, die hier hauptsächlich verwendet wurden. Und hier sind dann die ganzen Armor-Stands, die dann zum Beispiel zur Dekoration für sowas hier gedacht sind. Ja. Eigentlich relativ einfach. Genau, hier haben wir noch ein paar Sicherheitszonen, die man eigentlich nicht betreten sollte. Macht man aber trotzdem. Ja, das ist eigentlich hauptsächlich der Reaktor schon. Ich meine, draußen sind dann nämlich auch noch hier zwei, also nochmal zwei Varianten. Und zwar einmal hier der Mark One. Das war, sieht so ähnlich aus wie der andere. Der funktioniert halt genauso. Mit den Beacons hier, aber andere Farbe. Und halt oben haben wir noch nicht so viele Details. Oder halt der zweite, der ist dann nochmal ein bisschen hochentwickelter. Wobei ich den hier, glaube ich, kaputt gemacht habe. Sieht so aus. Wenn ich den jetzt nämlich aktiviere. Ne, doch nicht, war doch nicht kaputt. Aber es, glaub ich, das Wasser fehlt, glaube ich, überall. Nee, oder? Ich sehe es gerade nicht wegen dem Shader. Ja, auf jeden Fall werden die Brennstäbe hier dran geschoben. Dann wird hier Energie hier so gesehen abgezweigt. Und dann haben wir hier unten diesen Lichtkegel, der dann diesen Fluss der Energie darstellen soll. Okay, die Brennstäbe, die halten sich da irgendwie gut fest. Die wollen nicht runterkommen. Ja. Das war es eigentlich auch schon. Das wird natürlich jetzt noch ein bisschen mehr hier entstehen. Ich meine, wir haben hier auf jeden Fall noch sehr viel Platz. Ja. Kann man sich mal was überlegen. Ja, und da ist die Schutzkleidung. Die sieht halt wirklich ein bisschen komisch aus. Aber naja. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao, euer White Gamer.